Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Mafia 2. Ich bin Mania Chris und ich spiele dieses Spiel und kommentiere es dabei. Ich habe schon alles eingestellt. Hier kann man noch sehen. Alles. Ton. Da. Spieleinstellungen habe ich auch schon eingestellt und die Steuerung. Ja, können wir mal durchgehen. Keine Ahnung warum, aber mache ich einfach mal. Falsche Taste. So, was ist Extras? Ah, ja. Okay. Fangen wir einfach an, ohne groß was zu sagen. Ich spiele dieses Spiel blind und das heißt, ich habe es vorher noch nie gespielt, wie denn auch, ist heute erst rausgekommen. Und ja, fangen wir an. Eine gute Wahl, die mich auch... Nein, das ist Mittel. Hört schon nice an. Wer viel riskiert, ja gut, das ging zu schnell. Mein PC ist zu gut. Nein, ich bin jetzt ruhig. Ich heiße Vito Scaletta. Geboren auf Sizilien, 1925. Der Knirps, das bin ich. Da stehe ich mit meinen Eltern und meiner Schwester Francesca. Vor unserem alten Haus. Viel weiß ich nicht mehr von der alten Heimat. Nur, dass wir kaum über die Runden kamen. Irgendwann hatte mein Vater die Schnauze voll und wir zogen fort. Weg von Sizilien. Über den Ozean. Um in Amerika ein neues Leben zu beginnen. Stadt wie Empire Bay hatte ich noch nie gesehen. Sie war grandios. Andererseits hatte ich auch noch nie etwas so Dreckiges und Widerliches gesehen wie das Scheißloch, in dem wir hausten. Der amerikanische Traum. Eher ein Albtraum. Mein Vater nahm für einen Hungerlohn eine Arbeit im Hafen an. Ein Knochenjob. Und die paar Kröten, die er verdiente, hat er gleich wieder versoffen. Meine Eltern schickten mich auf die Schule. Ich sollte die Sprache lernen, was unter lauter Einwanderern kaum möglich war. Dort traf ich Joe. Bitte, mach schon, beeil dich. Mit der Zeit wurden wir die besten Freunde. Und da wir beide arm waren und Arbeitsplätze raren, Scheiße, machten wir zwei uns selbstständig. Stehen bleiben! Polizei! Halt! Vito, hier lang! Wirf das Ding her! Stehen bleiben oder ich schieße! Oh, Scheiße! Okay, du Dreckschwein! Beine auseinander, Scheiße, und Flossen an den Zaun! Tut mir leid, Vito. Tja, in dem Fall lief's nicht so gut. Das war 1943. Amerika war im Krieg. Und für die Invasion Siziliens brauchte die Army Leute, die Italienisch sprachen. Ich war 18. Und alles erschien mir besser als Knast. Warum nicht die alte Heimat besuchen? Ein sehr tolles Intro, wie ich finde. Ich finde immer sowas interessant. Kapitel 1. Die alte Heimat. Sizilien. Juli 1943. Operation Husky. Ich war bei der 504. Fallschirmjäger-Division. Nette Grafik. Am 11. Juli sollten wir über der Südküste Siziliens abspringen.
Doch wir gerieten in Flachfeuer und mussten vorher aussteigen, über Feindgebiet. Nur drei von uns kamen durch. Ohne die dortigen Partisanen hätten wir keine Chance gehabt. Als Mussolinis Truppen in die Stadt einfielen, um den Widerstand zu zerschlagen, war es an der Zeit, uns zu revanchieren. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Ja, da greifen wir ein. Okay, Skeletta. Schalt ihn aus. Bam. Na, das Sound ist mir noch zu laut. Aber schon bisheriger Eindruck. Nice. Ah, hab nichts Schlechteres erwartet. Hinter den Sandsäcken, ja klar. Wie geht man nochmal von Deckung weg? Was, auf was für eine... Ich bin aber auch ein Depp. Vielleicht sollte ich mir die Tasten merken, die ich belege. Ja, cool, jetzt drücke ich doch die ganze Zeit. Hä? Ja, jetzt bin ich verwirrt. Ich drücke die ganze Zeit cool. Ich kann nicht aus der Deckung. Ist wohl scripted. Sie zieht sich zurück. Los! Ach, jetzt geht's, okay. Auf mein Zeichen. Oh, nette Grafik, wirklich. Wirklich sehr nice. Scheiße! Oh. Und ich dachte, Mafia 2 wäre ein Spiel über Mafia. Corporal? Der Mann sagt, dass noch mehr Soldaten im Anmarsch sind. Okay. Du und Williams, ihr hebt das Maschinengewehrnest aus und sucht dann die Gefangenen. Wir brauchen jeden Mann. Hallo. Tolle gescriptete Szene. Hier ist kein Tod. Warum leckt es denn jetzt? Fail. Fail FPS. Okay. Wow. Gefunden. Okay, das Spiel spielt in Slow-Mo. Ich kann nichts machen. Das ist nicht gut. Finde ich nicht so gut. Also da müssen wir jetzt was machen. Anti-Aliasing aus. Antisubstanz filtern auf einmal. Schattenqualität Mittel. Geometrische Details Mittel und für APA Physik. Okay. Hat er das jetzt übernommen oder? Macht er wohl gleich erst, okay. Slow-mo. Wenn du eine Handgranate hast, Skeletta, wär's jetzt scheiß an. Ich hab eine Granate? Das ist toll. Schmeiß eine Handgranate ins Fenster! Wayne. Scheiße! Wow. Okay. Das war bumm. Ganz schön bumm. Das sieht aus wie Zombies. Irgendwie, jetzt finde ich jetzt klar. Hey, Skeletta! Noch alles da an dir? Sieht so aus. Dann kriegt er einen Arsch hoch. Wir müssen weiter. Ist das ein Bug? So viel Munition wie möglich. Ist vielleicht unsere letzte Chance. Scheiße! Seht euch das an! Also entweder ist das ein Bug oder das liegt wirklich daran, dass das Spiel toll mit der Grafik ist. Vielleicht mal das erste Kapitel spielen und dann schauen wir mal nach. Die Gefangenen haben sie wohl oben. Interessant. Säubert den zweiten Stock. Skeletta, du gehst voraus. Tor auf der 15 FPS. Nice. Ah, da war eine Waffe. Die möchte ich haben. Oh Gott. So. Ich bin hinter dir, Mann. Okay. Moha. Okay. Ah, selbst mit Lag bin ich noch ein Pro. Haha. Ich glaube, da muss man vorstehen. Bam. Arrenditi. O gli faccio saltare il cervello. Nö. Treffen müsste man können. Ein Luxus, den ich nicht. What the fuck? Das ist schlecht, oder? Na toll. Tolle Geisel und so. Anscheinend geht's hier entlang. Los! Ja, anscheinend schon. Wenn man rausgeht, dann wird die FPS höher. Das ergibt keinen Sinn. Recht sein, Arschloch.
Treffe ich dein Bein auch mal? Habt ihr noch nicht genug? Na gut, jetzt hat es dir erlicht. Okay. Keine gute Idee, der Balkon. Los rein! Und zeigne! Wow. Nahkampf, wie geht Nahkampf? Boom, boom. Hier Schlecht. Ja, rein, rein ist gut. Warte mal, Faschisten! Faschisten! Panzer. Ja, das ist wohl besser. Wie geht man weg? Ich kann nicht weg. Na toll. Ich möchte weg vom Geschütz. Leute, das könnt ihr doch nicht tun mit mir. Oh oh. Boom. Dicevo al mio amico di stare attento. Das war zum Glück nicht ich. Das bin ich. Das bin ich. Und ich habe die Augen auf. Nicht schießen. Schon besser. Che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Un offerto da fare. Ma è più davvero Don Calò. Cacetto. Un congè quando siamo retomi cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovresti ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci rendiamo. Talontate. Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, Don Calò, der Kopf der sizilianischen Mafia. An diesem Tag ergab sich eine ganze Garnison. Warum? Weil er es sagte. Oha. Ich hoffe, dass der Rest des Spiels ein wenig flüssiger verläuft. Kapitel 2. Ah, so schnell ein Kapitel? Das wird schnell. Trotesheim. Glück allein. 2 Jahre später Empire bei 8. Februar 1942. Kann ich jetzt nicht so schnell lesen. Tolle Musik. Aber mein Glück verließ mich 45, als mir die Nazis eine Kugel ins Bein verpassten. Das war nicht mehr so lustig. Ich lag eine Weile im Lazarett und dann bekam ich einen Monat Heimaturlaub. Immerhin, besser als nichts. Vito, hier bin ich. Joe. Hey, willkommen zu Hause, Alter. Woher weißt du? Ich hab so meine Quellen. Komm, steig ein. Netter Schlitten. Ja, ist sozusagen Dienstwagen. Ich weiß, du willst nach Hause, aber jetzt gehen wir erstmal ein Bier trinken. Gute Idee. Na, da läuft ein Hund. Schnee. Da ist es. Empire Bay. Hast du es vermisst? Ist der Papst katholisch? Nicht, dass mir diese Stadt je etwas geschenkt hätte, aber alles ist besser als ein Schützengraben. Warum ist hier bloß so ein Mistwetter? Angeblich ist es der kälteste Winter, seit gemessen wird. In der Zeitung steht, dass es noch ein paar Wochen so bleibt. Aber ein Drink wird dich aufwärmen. Wie lange ist es her, dass wir das letzte Mal ein Trinken waren? 2 Jahre? Fast 3. Auf Tony Sacellis Party, richtig?